Hallo Leute, hier ist mal wieder die Yvette, die kennt ihr schon aus einem anderen Video von mir. Das verlinke ich euch natürlich auch nochmal hier unten in der Infobox. Und wir haben heute die 7-Sekunden-Challenge, die habe ich auch schon eine ganze Zeit lang, ist es her, da habe ich die auch schon mal gemacht, verlinke ich euch natürlich auch wieder hier unten. Und ich finde die Challenge einfach sehr cool und deswegen machen wir die heute. Und wir haben uns beide 4 Sachen überlegt, die der andere in 7 Sekunden schaffen muss. Für jede Sache, die man schafft, kriegt man einen Punkt und derjenige, der am Schluss am wenigsten Punkte hat, muss eine eklige Challenge machen. Dazu erfahrt ihr aber später noch ein bisschen mehr. Muss dein Countdown, oder wir machen bei mir Countdown, warte. Nenne 5 Drogerie-Schminkmarken. Los. P2, Essence, L'Oreal, Catrice, Aston. Ja! Oh, gerade so! Man muss dazu sagen, wir arbeiten beide beim DM. Und ich weiß auch alle, aber dein Kopf ist so gestorben mit der Zeit. Deine Aufgabe ist es, eine Brausetablette innerhalb von 7 Sekunden zu essen. Also muss sie weg sein. Lutschen. Du kannst kauen, so dass sie weg ist. Macht man die in einen halben Liter Wasser rein. Und ich mag eigentlich die mit Eisen und mit Multivitamin am liebsten, aber ich glaube Eisen... Das ist Eisen. Eisen, ja, aber Eisen pur ist eklig. Aber die riecht gut. Nee, die riecht gut. Okay. Die riecht nach Beere. Also die muss weg sein? Ja, warte. Warte, ab jetzt. Ah! Ja, okay. Gerade noch so. Gerade auf die Sekunde. Das blubbert immer noch im Mund. Warte, das fühlt sich voll eklig an. Du riechst so gut aus dem Mund. Oh, danke schön. Ich habe die zerbissen. Plötzlich hat es angefangen, so voll Schaum, Schaum, Schaum. Deine nächste Aufgabe ist es, einen Zungenbrecher, den ich dir gleich sage, in 7 Sekunden richtig zu wiederholen quasi. Mhm. Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Auf die Plätze, fertig, los. Brautkleid bleibt blau, Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Ja, boah, in unter 6 Sekunden. Mega gut. Deine nächste Aufgabe ist es, 4 Städte zu nennen, mit dem Anfangsbuchstaben. Ich kann gar keine Städte. Mit den Mannheim. Wow. Mit dem Anfangsbuchstaben B. Ab jetzt. Berlin, Brandenburg, falls das eine Stadt ist, ich habe keine Ahnung. Brenz, Brüssel. Ist Brenz, ist das eine Stadt? Kenn ich nicht. Aber mach weiter. Ich bin dann schon 4. Ach so. Ich hab nicht mal auf die Uhr geguckt. Lass erst mal gucken, ob es Brenz geht. Das hat sich gut angehört. Ja. Ja, aber Brenz. Interessiert mich jetzt, weil ich kenne es. Wehe, das gibt's nicht, ey. Ich kenne mich eh nicht gut aus. Scheiße. An der Brenz. Hm. Ist das ein Fluss? Gingen an der Brenz. Existiert nicht, aber es hat sich gut angehört, finde ich. Ja. Dann heißt es jetzt Punktestand? 2:1. Ich will nicht, dass du das am Schluss machen. Meine nächste Aufgabe ist es für dich. Hier ist eine Schüssel mit trockenem Müsli. Das sind Haferflocken und ein bisschen so Schokostücke und ein großer Löffel. Aber keine Rosinen, oder? Ich hasse Rosinen. Na, so ein paar ganz einzelne. Die kannst du dir gerne rauspicken, wenn du es in der Zeit schaffst. Was denn? Die Rosinen. Achso, ja. Du musst 3 Löffel davon essen. Und du darfst dabei nichts trinken. Ja. Also nicht so gehäuft, aber die sollten schon bedeckt sein. Warte. Und danach muss nichts im Mund sein, ne? Okay. Und los. Schnell, 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 schnell. Oh, du hast es leider nicht geschafft. Nicht mal ein Löffel. Dabei finde ich, dass es voll gut schmeckt. Das ist ein bisschen vielleicht nicht unbedingt trocken, aber. Ehrlich, dauert das so lang? Ich hab zuerst gedacht, 3 Löffel. Ich hab zuerst gedacht 2, aber dann dachte ich, komm, machen wir 3. Mein Kiefer tut schon weh, das geht gar nicht. Das geht. Soll ich? 3 Löffel machen. Also 3 vielleicht nicht unbedingt. Ich fass nicht mal ein. Weißt du? Mhm. Warte, ich muss die Zeit stoppen. Aber und das wenn, dann nur, weil du einen größeren Mund als ich hab. Ja, bestimmt, bestimmt, daran liegt. Und das geht bestimmt. Nee, das klebt überall fest im Mund. Okay, die Aufgabe war ein bisschen unfair.
Egal. Vielleicht überlege ich mir nochmal was. Ich schenke dir den. Hm? Kannst du ihn haben. Hab ja jetzt einen Punkt verloren. Also hab jetzt statt 3 nur noch, also immer noch 2. Ja, du hast 2 und ich habe 1. Nein. Deswegen ist egal. Dass sie so unfair war. Okay. Mal schauen. Ich hab gedacht, dass das voll gut zu bewältigen ist. Du hast 7 Sekunden Zeit, um 3 Namen mit jeweils nur 4 Buchstaben zu nennen. Also die dürfen nur 4 Buchstaben haben. Aber darf es auch weniger sein? Nee, 4 Buchstaben. Los. Lena, Lisa, Lara, Karl. Letzte Aufgabe für dich. Nenne 3 Tiere, die mit dem Buchstaben H anfangen. Los. Hahn, Hund. Schnell. Hund. Hase. Hirsch. Hirsch. Oh, was? Bin ich blöd? Wie konnte mir das nicht einfallen? Du musst es innerhalb von 7 Sekunden schaffen, deinen Zopf aufzumachen. Also ich habe meine Haare nicht frisch gemacht. Deinen Zopf aufzumachen. Also so, dass man sieht, dass sie offen sind. Und dann nochmal zuzubinden. Innerhalb von Alter, ich habe so ein aber Hände weg. Hände weg. Ab jetzt. Ich reiß mir voll die Haare raus, Leute. Oh. So offen? Zeit ist vorbei. Im Ernst? Das war gar nicht machbar, ey. Never war das machbar. Vor allem nicht mit so einem Haargummi. Mit so einem normalen hätte ich einfach so machen können. Das ist ja voll die nette Aufgabe. Hätte ich gesehen, wie lange du brauchst, um das aufzukriegen. Ja, okay, gewonnen. Okay, jetzt haben wir beide eine richtig fiese Aufgabe gehabt. Aber ich habe Gleichstand jetzt. Ja. Also, wir haben jetzt hier eine finale Aufgabe, weil wir haben Gleichstand und irgendjemand muss ja diese eklige Bestrafung am Schluss machen. Deswegen habe ich jetzt hier 6 Kerzen. Und ich werde die jetzt einmal anmachen, wieder ausmachen, damit wir gleiche Chancen haben quasi. Denn wer in 7 Sekunden schafft, mehr Kerzen anzumachen, wird gewonnen. Und der andere muss die eklige Bestrafung machen. Aber wir wissen nicht, ob das vielleicht leichter ist, wenn die schon mal an waren. Deswegen machen wir die alle einmal kurz an. Gucken, ob überhaupt alle angehen. Und ich glaube, manchmal setzt sich so eine Wachsschicht. Ja, das kann sein. Und dann mache ich alle aus und dann geht die Challenge los. Oh, ich liebe den Geruch, wenn Kerzen ausgehen. Okay. 1, 2 und los. Scheiße. Nein, ich glaube, ich habe verloren schon. Die gehen viel schwerer an jetzt beim zweiten Mal. Fertig. 2 Kerzen, im Ernst. Und du? Auf die Plätze, fertig. Los. Nein. Stopp. Fuck. Eine mehr. Du! Ah, also. Du weißt jetzt, was dich erwartet. Oh nein. Ich würde sagen, ich mix dir jetzt was Leckeres. Ein bisschen Olivenöl. Dann ganz leckeren so viel mache ich nicht mehr Karottensaft von DM Bio. Schön leckere Sojasauce. Gibt so eine leckere Soße, die esse ich immer zu meinem Fleisch. Sriracha-Soße ist das. Die ist lecker. Das ist jetzt Pfeffer mit Rosen. Also Rosenpfeffer. Bisschen Salz. Ohne Salz schmeckt nichts. Honig. Ihr habt ja gerade gesehen, was alles drin ist. Lecker. Und ich muss 3 große Schlücke trinken. Und sie hat direkt gesagt, Lena, nimm dir eine Schüssel, weil es riecht schon so widerlich. Du wirst es höchstwahrscheinlich ausspucken müssen. Sie muss, auch wenn sie es ausspucken sollte, versuchen, die 3 Stücke durchzuziehen. Aber wir rühren jetzt nochmal um, weil da ist nämlich auch mega viel Öl drin und es hat sich alles, so ein ganzer Zentimeter oben hat sich abgesetzt. Boah! Wie viel Sriracha-Soße hast du da reingemacht? Das ist, setzt dich immer wieder so krass ab. Das heißt, den Schluck, den ich nehmen will, ist eigentlich nur Öl. Vielleicht. Dann hast du mal Glück. Ich glaube, das Öl ist gar nicht so. Okay, weil du es gerade so gut hast, mich gerade in die Idee gebracht. Du musst 3 Löffel davon trinken. Okay, das ist okay. Aber nicht nur vom Öl. Dann kannst du auch so schön, ja genau so. So.
Ja, auch nochmal so. Auf einmal in den Mund. Das Schlimme ist, ich muss das ja nicht nur einmal machen, sondern dreimal. Yeah. Das wird nicht besser. Mach mir schon mal die Wasserflasche da. Warte, das stinkt so abartig. Das ist richtig eklig. Das stinkt abartig. Das war eine scheiß Idee. Ich hätte lieber eine Zitrone oder so gegessen. Hätte ich eine da gehabt, wäre das besser gewesen. Toll, du kannst nicht atmen und ich muss es essen. In Ernst. Ja, ich bin voll eklig. Willst du es essen? Nee. Ich hab mir die Wenn du müsstest? Ja, dann müsste ich, aber ich muss ja nicht. Das geht drüber. Das schmeckt wie Soße, das schmeckt gar nicht so scheiße. Es machen wir aufs nächste Hühnchen drauf. Ehrlich jetzt? Was? Aber es stinkt voll eklig. Probier mal. Nee. Ein Löffel. Ich kann das nicht probieren. Das ist voll geil. Das ist süß und scharf. Also es ist schon sehr scharf. Aber zu scheiße schmeckt gar nicht. Dann kannst du auch noch einen Schluck nehmen. Alter, nein, das war nicht der Deal. Also ich trinke jetzt trotzdem was. Aber für eine Soße oder so ein Dip ist das, glaube ich, geil. Aber für zum Trinken nicht. Ja, probier mal. Ich kann mit mich wieder der Geruch schon so krass an. Ein Löffel? Nee. Das riecht schon nicht auf dem Löffel. Nee, das stinkt so abartig. Das Gute ist, dass du viel Schaf rein hast und die schmeckt man am besten nicht mehr so an. Jetzt habe ich gelernt fürs nächste Mal. Aber Karottensaft schmecke ich gar nicht raus, obwohl da voll viel drin ist, ne? Mhm. Aber stinken tut's widerlichst. Richtig ekelhaft. Hey, komisch. Bin ich enttäuscht. Ja, das war's jetzt mit diesem Video hier. Gebt uns ein Däumchen hoch für dieses Video. Und es riecht so widerlich. Hättet ihr es probiert? Das würde ich jetzt gerne mal wissen in den Kommentaren. Lasst es mich wissen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielleicht auch mal wieder mit der Yvette. Das könnt ihr mir natürlich gerne auch in die Kommentare schreiben, ob ihr noch mehr Videos mit ihr haben wollt. Und dann würde ich sagen, tschüss Sonntag. Tschüss. Ey, das stinkt so ekelhaft, so zum Kotzen. Ich jetzt immer noch so gut aus dem Mund. Ich hab vorhin gerochen dran, als du gerade aus Klo bist. Und ich hab halt nicht gedacht, dass es so eklig riecht. Und hab voll die Nase. Voll die Nase gezogen. Oh, war widerlich. Ekelhaft. Und du hast die voll reingehauen, weil ich nicht geguckt hab. Ich hab mir so, ey, ihr Ernst? Ja, wenn schon, dann schon. Aber jetzt so ein bisschen Schokomüsli danach. Trockenes. Ja, misch es doch. Ja. Dann ist die Schokomüsli nicht mehr so trocken.